Herzlich willkommen zur Präsentation unserer neuen Website der Gemeinde Bodmann Ludwigshafen. Schön, dass Sie heute alle da sind. Mein Name ist Sandra Domogalla und ich bin die Leiterin des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing. Ich durfte zusammen mit einem Team aus der Verwaltung das große Projekt Neue Website, das sich dann auch zum virtuellen Rathaus weiterentwickelt hat, umsetzen und begleiten. Und nun freue ich mich und gebe das Wort direkt weiter an unseren Bürgermeister Herrn Wegbach. Liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen im Rathaus. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich wenig mit der Gemeindeverwaltung zu tun. Vielleicht melden Sie sich an, vielleicht beantragen Sie einen Personalausweis. Aber die Aufgaben einer Gemeinde sind vielfältig. Zum einen organisiert die Gemeinde das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger. Sie organisiert die Kindergärten und Schulen. Sie sorgt sich um das Vereinsleben, um das Gemeindeleben insgesamt. Sie übernimmt die Versorgung mit Wasser, mit Strom, mit Gas und die Abfall- und Abwasserentsorgung und vieles, vieles mehr. Gleichzeitig aber entwickeln wir auch Konzepte für Natur- und Klimaschutz, für die Wohnentwicklung bei uns in der Gemeinde sowie die Entwicklung des Tourismus und auch hier zu vielen, vielen weiteren Aufgaben, auch zum Beispiel des Verkehrs. Die Gemeinde ist also im Grunde vergleichbar mit einem mittelständischen Unternehmen mit rund 70, 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 25 Millionen Euro Jahresumsatz. Mit dem Team der Verwaltung gehen wir nun mit den Internetseiten einen wichtigen Schritt nach vorne. Dabei wurde nicht nur das Erscheinungsbild komplett überarbeitet, sondern auch viele Behördengänge für Sie online verfügbar gemacht. Dazu haben wir unsere Arbeitsprozesse angeschaut, vereinfacht, optimiert und für Sie online verfügbar in die Homepage eingearbeitet. Und das war erst der Anfang. Wir arbeiten stets an der Weiterentwicklung, an der Digitalisierung weiterer Produkte für Sie, um einen schnellen und barrierefreien Zugang zur Gemeindeverwaltung zu haben. Darüber hinaus schauen wir, dass viele Prozesse, auch Bezahlvorgänge, für Sie online verfügbar sind und wichtige Informationen stets in Ihrem Handy, entweder mobil oder auch zu Hause am Computer verfügbar sind. Es lohnt sich also immer für Sie, auf unsere Homepage zu schauen und die neuen, modernen Serviceleistungen zu nutzen. Dankeschön, Herr Wegbach. Unser Ziel war es, unseren Bürgern sehr viele Dienstleistungen und Informationen online zur Verfügung zu stellen und Behördengänge zu ersparen. Dafür haben wir einen leistungsstarken Partner gesucht und diesen Partner haben wir mit der Firma Hitcom aus Dunningen im Schwarzwald gefunden. Viele Grüße nach Bodmann Ludwigshafen. Ich bin die Michaela Tränkle von der Agentur Hitcom. Ich bin bzw. war die Projektleiterin für Ihre neue Internetseite. Ich freue mich sehr, dass die Seite jetzt zum Jahresende online geht und wir diese tolle Seite für Ihre Bürger und Touristen freischalten dürfen. Ein ganz tolles Projekt haben wir zusammen in genau 8 Monaten und 13 Tagen entwickelt und umgesetzt. Wir sind im März 2021 bei Ihnen in Bodmann Ludwigshafen mit einem Workshop gestartet und haben in dieser Zeit bis heute insgesamt 2777 Seiten gepflegt. Ja, die neue Internetseite hat so einiges zu bieten, sowohl für Bürger als auch für Touristen. Egal, ob Sie die Seite auf Ihrem Tablet, auf Ihrem Handy oder am PC anschauen, Sie finden übersichtlich und barrierefrei alle Inhalte. Sie werden auf der Seite auch wirklich alles finden, denn wir haben eine ganz tolle Suchfunktion, unser CEASY-Gutfinder, eingesetzt. Für die Bürger in Bodmann Ludwigshafen gibt es ein Online-Bürgerbüro. Hier findet man alles zum Thema Umzug, Wohnen und Bauen, Kinder und Familie, Fern- und Entsorgung und so weiter. Hier kann der Bürger sich Formulare herunterladen und Online-Dienste abwickeln. Somit erspart er sich den Weg auf das Rathaus ins Bürgerbüro. Ja, wie anfangs erwähnt, ist die Seite nicht nur für Bürger, sondern auch für die Touristen. Deshalb gibt es auch für diese Zielgruppe ein extra Tourismusportal. Hier haben wir externe Inhalte von Portalen wie Ferratel oder Landinsicht Mein Tubis eingebunden. Somit müssen diese Inhalte nur einmal gepflegt werden.
Auch der Veranstaltungskalender wird direkt zu MeinTubis übertragen. Ich hoffe, ich habe nun Ihr Interesse geweckt, sodass Sie schnell zu Ihrem Handy, Tablet oder Laptop greifen, um sich diese tolle Seite anzuschauen und sich davon selbst ein Bild zu machen. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Domogala und Herr Ehmann, bedanken für die wirklich sehr, sehr tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sie durch das Projekt zu begleiten. Sie waren sowas von motiviert und das spiegelt sich nun auch auf Ihrer neuen Internetseite. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Pflege der Seite und bin auch sehr gespannt auf das Feedback von Ihren Bürgern und Touristen. Vielen Dank! Die Zusammenarbeit mit der Firma Hitcom, die war wirklich toll. Und apropos Zusammenarbeit, neben mir steht jetzt Patrick Ehmann von der Agentur Ehmann und Ehmann aus Ludwigshafen und ich freue mich, dass du Teammitglied bei uns im Homepage-Projekt warst. Danke, Sandra. Ja, es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht, euch bei diesem Projekt zu begleiten und beratend zur Seite zu stehen. Ich glaube, dieses Dreigestirn aus Verwaltungsseite, Agentur, Webagentur Hitcom und meinem Fachwissen, wenn ich das sagen darf, aus meiner Verwaltungstätigkeit, die ich auch schon hier im Rathaus hatte, aber auch aus meinem Agenturleben, aber auch ganz wichtig, ja, einfach auch ich als Bürger der Gemeinde Bodman Ludwigshafen hatte vielleicht nochmal den ein oder anderen Blick auf die ganze Geschichte, die man jetzt vielleicht so, wenn man in der Verwaltung tätig ist, nicht hat. Und ich glaube, wir haben uns da sehr gut ergänzt und das Ganze war eine richtig runde Sache. Wir waren da sehr produktiv unterwegs und ja, bei der Gelegenheit will ich mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ich Teil von eurem Team sein durfte. Ich habe mich da wirklich wohlgefühlt und fand es wirklich spannend, dass ich da auch in alle Bereiche mit reinschnuppern durfte, ob das jetzt Bauamt war, die Gemeindekasse oder das Hauptamt. Und ich hoffe, euch hat es mit mir auch Spaß gemacht und ihr konntet da auch viele wertvolle Tipps mitnehmen. Und ich glaube, das eine oder andere konnten wir dann auch wirklich wunderbar umsetzen. Eine besondere Herausforderung war natürlich dann die technische Umsetzung in unserem Hauptamt. Und zwar deswegen, weil unser Hauptamt aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen besteht. Und es war schon spannend, die alle miteinander zu verknüpfen und zu vernetzen. Und dann freue ich mich sehr, dass es die Regina Renner als Standesbeamtin übernommen hat. Sie kennt sich in allen Bereichen gut aus. Und vielleicht könntest du gerade mal kurz erklären, was denn die Bereiche genau sind, welche Ämter gehören zum Hauptamt und was hast du da konkret gemacht? Ja, Sandra, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und dass wir endlich die Arbeit der letzten Monate vorstellen können. Im Hauptamt laufen die verschiedenen Ämter zusammen, so zum Beispiel das Standesamt, das Ordnungsamt, das Personalamt und das Bürgerbüro, was wahrscheinlich auch den interessantesten Teil für die Bürger darstellt, weil man im Online-Bürgerbüro jetzt viele Dienstleistungen auch online bequem von zu Hause aus abrufen kann. Das hört sich super spannend an. Da freuen wir uns, wenn wir unseren Bürgern ganz neue Services da auch anbieten können. Könntest du vielleicht mal ein paar Beispiele zu unseren neuen Möglichkeiten nennen? Ja, also einer unserer Service-Links ist zum Beispiel das Online-Fundbüro, wo man direkt von zu Hause aus bequem eine Fundsache melden kann oder nach verlorenen Gegenständen suchen kann. Auch der Online-Schadensmelder ist eine hilfreiche Funktion. Wenn Sie unterwegs einen Schaden feststellen, können Sie den direkt aufspielen auf die Homepage, bekommen eine Bestätigung. Wir kümmern uns drum und Sie können nachverfolgen, wie weit die Erledigung ist. Über die Online-Terminvereinbarung können Sie bequem von zu Hause aus Ihren nächsten Termin bei uns im Rathaus buchen. Und ganz besonders stolz sind wir auf unsere Online-Bezahlfunktion. Hier haben Sie die Möglichkeit, viele Dienstleistungen und Angebote der Gemeinde direkt von zu Hause zu bezahlen. E-Payment war natürlich ein tolles Stichwort. Auf diese Funktion haben wir uns wirklich gefreut und darauf hingearbeitet und sind jetzt wirklich froh, dass ihr sie zeitnah umsetzen konntet und zum Start der neuen Homepage diese Funktion auch zur Verfügung steht. Und einen wesentlichen Anteil daran hatte die Larissa Korath aus der Finanzverwaltung, die unser Team verstärkt hat und die diese Funktion betreut hat und eingeführt hat.
Und jetzt würde ich das Wort einfach an dich geben, liebe Larissa, dass du uns ein bisschen was dazu erzählst. Ja, hallo. Bei uns in der Finanzverwaltung war natürlich das E-Payment das größte Thema. Wir haben uns auch wirklich gefreut, dass wir das jetzt endlich umsetzen können. E-Payment bedeutet, der Bürger kann online viele Prozesse nun bezahlen. Zum Beispiel im Hauptamt, wie die Regina schon erwähnt hat, dass man dort eine Urkunde beantragt, dieses Formular online ausfüllt und dann direkt auch online bezahlt. Wir haben da die verschiedensten Bezahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel PayPal oder auch PayDirect oder auch per Kreditkarte kann man bei uns dann online zahlen. Und das funktioniert dann alles in einem Vorgang. Das finde ich eine super neue Funktion, ein ganz großartiges Service für unsere Bürger. Und es spart wirklich den einen oder anderen Behördengang. Aber Larissa, wir haben im Verlauf unseres Projekts ja auch festgestellt, dass du dich ganz tief in die Materie des Formularbearbeitens eingearbeitet hast. Erzähl uns doch mal bitte, auf was es da genau ankommt. Genau, wir haben jetzt ein Formularmodul, auf dem man sich viele Formulare selbst auch rechtssicher kreieren kann. Da habe ich auch sehr viel mitgemacht für die Finanzverwaltung. Wir hatten zum Beispiel auf der alten Homepage noch gar keine Formulare online und so konnten wir die uns so bearbeiten, dass sie für uns einfach passen. Und man kann mit diesen Formularen einfach komplett, du kannst sie online ausfüllen, bezahlen und dann ist der Vorgang komplett abgeschlossen. Der Bürger bekommt eine Bestätigung, dass alles eingegangen ist, dass bezahlt ist und das Amt bekommt dann eine E-Mail und kann die Daten so abrufen. Jetzt hatten wir es gerade vom Thema Formulare und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich im Bauamt. Und vom Bauamt habe ich jetzt den Rudi Schlichenmeier bei mir stehen und ich freue mich drauf, dass er uns jetzt ein bisschen was von seiner Projektarbeit dort berichtet. Ja, hallo zusammen, schön hier zu sein. Es freut mich auch, unsere Arbeit aus den letzten Monaten dann auch hier vorstellen zu dürfen. Wie du so schön gesagt hast, Sandra, bei uns auch im Bauamt zentrales Thema der Formulargenerator mit ganz vielen Formularen, die wir jetzt neu erstellt haben. Wir haben ganz viele alte Formulare aufwendig überarbeitet, damit wir sie in Zukunft dem Bürger online zur Verfügung stellen können, auch gepaart mit dem ein oder anderen Formular, wo du auch eben online bezahlen kannst, wie es die Larissa Korat schon von der Finanzverwaltung vorgestellt hat. Aber auch die Serviceleistungen, also die Dienstleistungen auf dem Portaltext von ServiceBW stecken auch dahinter. Da stecken ganz, ganz viele Informationen dahinter für den Bürger, wo er sich sehr umfangreich über unsere Dienstleistungen im Bauamt informieren kann. Sehr spannend und da freuen wir uns natürlich, wenn es dann auch genutzt wird von den Bürgern. Aber sag mal, was war jetzt denn dein ganz persönliches Highlight, was wir jetzt neu auf der Homepage zur Verfügung stellen können? Also mein persönliches Highlight, und da sind wir im ganzen Bauamt auch sehr stolz drauf, ist die Online-Angrenzeranhörung. Also in Zukunft soll es dem Angrenzer, der von uns angeschrieben wird, im Rahmen von dem Baugesuch möglich sein, die gesamten Planunterlagen des Baus von seinem Nachbarn eben online anzugucken. Das bedeutet, er braucht nicht mehr einen Termin bei uns machen, er braucht auch nicht mehr vorbeikommen zu uns, was eben sehr zeitintensiv ist für beide Parteien, sondern er lockt sich dann einfach auf unserem Portal ein, guckt sich dort die ganzen Pläne an und kann auch direkt dann dort aus dem Portal mit uns interagieren. Besonders spannend war, dass wir die beiden Websites, nämlich der Gemeinde und des Tourismus, zusammengelegt haben. Wir pflegen nun die Daten nur noch an einer Stelle und unsere Gäste und vor allem auch Sie als Bürger können zentral an einer Stelle auf alle Inhalte zugreifen. Und jetzt darf ich Sie ermuntern, gehen Sie auf unsere neue Website, klicken Sie sich durch, probieren Sie gerne alles aus und geben Sie uns auf jeden Fall Feedback. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns unter botmann-ludwigshafen.de. 3, 2, 1, los!